Das ist schon anspruchsvoll, okay. Weg mit euch. So. Ich darf gleich nochmal gegen genau so eine große Meute kämpfen. Minus ein blauen oder zwei. Also es wird mit jedem Anlauf einfacher, aber trotzdem ist es ganz schön garstige Ecke. Das heißt, jetzt töte ich den Spawner da unten. Und den Spawner da. Das war sehr gut. Oh. Ja, ja. Schön vorsichtig. Ah. Jetzt müsste das kleine Viech in Anführungszeichen nicht mehr so schlimm sein. Also die mobilen Einheiten. Weil wir halt schon drei Spawner gekillt haben. Das heißt, wir können uns jetzt um die Würmer kümmern. Hier. Wow, okay. Wir haben einen kleinen Wurm getötet. Das ist nicht viel. Und Forschung ist fertig. Ja. Toll, Forschung. Nicht jetzt. Mach da das nächste. Ja. Bitte jetzt mehr als einen kleinen Wurm töten. Ja, okay. Wir haben wieder einen kleinen und einen großen angeschossen. Aber der Portal... Oh. Batterie. Genau, okay. Batterie füll dich bitte auch nochmal auf, bevor wir da was machen. Weil ich weiß nicht, was passiert, wenn wir keinen Akku, also keine Batterie mehr haben. Dann wird sich das Schild wahrscheinlich wesentlich langsamer aufladen. Weil erst die Batterie, dann das Schild. Erst die Batterie, dann das Schild aufgeladen werden muss. Ja, okay. Runter. Großer Bomb kaputt. Großer Bomb kaputt. Wie? Schild fast gehört. So. Ein Spawner, ein großer Wurm. Spawner weg. Würmer weg. Und gewonnen. Mitkommen, 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 mitkommen. Mitkommen. So, damit wäre dieses sehr schöne Kupferfeld gesichert. Also, ansatzweise gesichert. Hier sind immer noch ein paar Basen drumherum. Diesen kleinen Kram da, den ich nicht wirklich sehen kann, doch da hinten, den mache ich noch kaputt. Und danach können wir anfangen, hier in die Richtung zu bauen. Hier. Ein Spawner und sonst nichts. Das ist Mau. Das haben wir hier unten. Hier unten wird auf der Karte auch noch was angezeigt. Ach, einfach nur Würmer. Einfach nur ein Wurm. Okay. Ja, ich habe nur noch 9 Magazine. Ja, ist nicht so schön. Ich bin gerade so schön in Fahrt. Muss töten. Alienbrut töten. Die kleine Basis da noch. Und dann gucken wir uns die mal an. Wobei ich nicht denke, dass ich die knacken kann mit 9 Magazinen. Das sind nur Würmer. Gib ihm. Sehr gut. Ach, macht das Spaß, mächtig zu sein. Du bist ein Ölfeld, du bist gar kein Gegner. Hier sind die Gegner. Was haben wir denn da? Spawner. 1, 2, 3, 4. Es geht. Und da liegen schon überall Artefakte rum. Habe ich noch irgendwelche... Oh, das war jetzt nicht geplant. Okay, nutzen wir es mal aus. Spawner kaputt, Spawner kaputt. Oh, wir gleich kaputt. Lauf. Schön weit weglaufen. Das war der letzte Schuss. Okay. Okay. Das reicht jetzt. Genug gespielt. Aber ein schönes Ende. Letzter Schuss, letzter Gegner, tot.
Und wir haben richtig viele Alien Science Packs hergestellt unterwegs. Sehr gut. Also nach Hause, Science Packs abliefern, neu bestücken mit anderem Krimskrams. Alien Packs abgeben, genau. Und Roboter? Na, jetzt haben wir wieder arbeitslose Roboter, sehr gut. Hier sind ganz schön viele, die auf Aufladung warten. Das ist Zeitverschwendung. Sagt der Strombedarf? Geht so. Ich glaube, ich stelle mal noch einen Roboport einfach direkt hier neben auf. Damit sie sich schneller aufladen können. Oh, stehst im Weg. Okay. So, so, so. Du stehst falsch. So. Jetzt hier irgendwo noch ein Roboport hin. So. Damit sich da schneller aufladen können. Weil hier ist doch recht häufig Aufladbedarf, weil hier werden jetzt alle Roboter immer wieder hinfliegen. Sieht man ja richtig, wie sie alle hier hin und zurück pilgern. Und dann sind mehr Ladeports schon eine gute Hilfe, denke ich. Was macht Kupfer im System? 8400 Kupferplatten. Das ist sehr gut. Kupferdraht allerdings, nee, hält sich in Grenzen. Da sollten wir vielleicht noch dran arbeiten gleich. Erstmal Science Packs reinwerfen. So. Hapert es bei euch an irgendwas? Nö. Ihr seid durchgehend am Forschen. Okay. Blaue Packs sehen ein bisschen mau aus. Aber das können wir nicht wirklich beeinflussen. Nö. Wir sind hier durchgehend am Arbeiten. Da kann man nicht viel mehr machen. Nein, nicht wirklich. Die sind nicht durchgehend am Arbeiten. Grüne Chips. Haben wir irgendwo grüne Chips über? Hier. Nimm mal ein paar und steck die hier rein. Und dann müssten die eigentlich jetzt gut loslegen. Ja, okay. Du bist schon auf 100 gestellt, oder? Nee, stell dich mal auf 100. Kein Wunder, dass es hier so langsam geht. Wenn er immer nur auf 10 auffüllt, dann ist es leer. Dann warten die Roboter 10 Sekunden, bis sie hinfliegen. Dann werden nur 10 abgelegt und so weiter. Das ist nicht gut. Der braucht einen größeren Puffer. Und den hat er jetzt auch. Okay. Das heißt, die Ärmchen werden besser hergestellt. Rote Chips sind da, Batterien sind da, Stahl ist da. Ja, liegt echt gerade nur in den Ärmchen hier. Okay. Also, blaue Dinger werden hergestellt, Stahl wird ab und an nachproduziert. Solarzellen. Zing, 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 zing. So, immer wieder ein kleines bisschen bauen. Damit da später auch irgendwann mal was wird. So, das reicht schon. Habe ich neue Mauern bekommen? Nee. Dann stell bitte Mauern her, sobald du mit deinen Science Packs dadurch bist. Oh, und dann Muni, ne? Habe ich genug für Munition? Ja, 50 Magazine, das sollte reichen. Hier, werf rein. Oh. Das innere, äußere Fließband ist voll mit lila Science Packs fast. Das hätte ich so jetzt auch nicht erwartet. Okay. Also hör mal auf mit den Science Packs herstellen, mach lieber die Mauern und die Magazine. Das ist irgendwie wichtiger. So. Okay. Also, das aktuelle Problem, das wir jetzt haben bei Ressourcen, sind die Jungs hier. Draht. Es wird nicht genug Draht hergestellt. Das heißt, wir stellen mal zwei weitere schnellen Fabriken her. Deswegen muss Munition wieder abbrechen. Stellen zwei schnellen Fabriken her und tun sie einfach direkt hier drunter. Also die werden dieselben Kisten nutzen, wie die hier oben. Ja, das sollte sogar klappen. Ach, die brauchen Geschwindigkeitsmodule? Die Fabriken selber? Okay. Dann bereite ich schon mal die Ärmchen vor. Ärmchen haben wir auch keine. Dann sage ich schon mal, dass Ärmchen gebaut werden. So. Okay, gucken wir uns hier um. Schnappen wir uns das. Malermunition brauchen wir nicht.
Die können wir mal abbrechen. Dich bauen. So. Schnelle Fließbänder, die nehme ich mal mit, falls wir wieder so einen Außenposten aufbauen. Die sind ja schon ganz praktisch. Grüne Ärmchen. Oh, warte mal, grüne Ärmchen kann ich oben reinschmeißen, damit die Dinger schneller gebaut werden. So direkt. Hier, bitteschön, grüne Ärmchen. Da noch ein grüne Ärmchen. Okay. Runter. Runter, runter. Hier. Also, eine schnelle Fabrik. Ein Abstand dahin. Ärmchen, du nimmst von da und tust dahin. Und du würdest gerne herstellen Draht. Und du läufst wenigstens Gutes. Sehr gut. Im System haben wir positiv Draht. Das ist sehr gut. 190, 200, 220. Hey, das scheint jetzt schon zu funktionieren. Okay. Dann brauchen wir vielleicht gar keine sechste Fabrik. Sieht dann aber ein bisschen komisch aus. Draht wird immer mehr. 350, 360. Oh ne, ich baue trotzdem eine sechste Fabrik hier hin, weil wenn wir gleich noch eine grüne Chipfabrik bauen, weil wir immer grüne Chips brauchen. Wir haben 2400 grüne Chips. Ich lasse die Fabrik einfach erstmal hier stehen. Okay, also wir haben jetzt Kupfer. Wir haben Eisen. Und wir haben genug Kupferplatten, wir haben genug Eisenplatten, wir haben genug Kupferdraht. Wir haben sogar genug grüne Chips. Woran mangelt es momentan? Nirgends. Stahl ist da. Batterien sind da. Plastik ist da. Alles ist da. das ist ein sehr komischer Zustand. Also es mangelt an Strom. Es mangelt immer an Strom. Oh, warte. Wenn es an Strom mangelt, dann sind wir nicht so gut, wie wir gerne sein würden. Stell bitte ein, dass wir mehr Chips bekommen. 400, so. Ich hätte jetzt gerne ganz viele grüne Chips. Ich habe eingestellt, dass ich viele Chips bekommen will. Und da kommen sie auch schon. So, und dann lasten das System jetzt einfach damit aus, dass wir ganz viele Solarpanels bauen. Und den kriegen wir schon wieder irgendwie hin, dass wir Ressourcenprobleme haben. Kupferplatten fehlen. Die kann ich mir theoretisch irgendwo direkt schnappen, oder? Ja, hier. Gib mir Kupferplatten. Jetzt fehlt Stahl. Stahl kann ich mir sowas von direkt schnappen. Hier. Mehr Solarpanels. Das geht richtig gut. 24 Solarpanels. Okay, also ich brauche definitiv hier ganz viele Strommasten für mehr Solarpanels. Das ist jetzt irgendwie ein kleiner Schock. Also, dass wir jetzt doch so viele Ressourcen haben. Und selbst wenn ich versuche, gegen anzustinken mit Produktion von irgendwas, dass dann immer noch genug vorhanden ist. Also können wir jetzt hier überall Solarpanels aufstellen. Und dann haben wir mal wieder kurzfristig keine Stromprobleme. So. 25 Stück, sehr geil. Du weg. Geh weg, Baum. So. Obwohl, warte mal, das können die Roboter doch auch, ne? Bau mal einen Blueprint. Ich möchte gerne damit rumexperimentieren. So, ich nehme jetzt einfach das hier. Kopiere es als einen Blueprint. Create Blueprint. Und dann kann ich das hier drüber bappen? So. Sieht sehr komisch aus. So, ich darf nicht selber draufstehen. Das klappt. Wie geil. Machen die Roboter auch selbstständig die Bäume weg? Nee, das machen sie nicht. Okay, also man muss das in Tandem machen mit dem Zerstörungsding da.
Und ich brauche natürlich alle Ressourcen im System. Also, nächster Schritt. Bäume wegmachen. Den ganzen kleinen Kram hier. Weg, 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 weg. So. Dann brauche ich jetzt irgendeine Kiste, die mit dem System verbunden ist. Du da zum Beispiel. Du kriegst jetzt ganz viele davon. Und wir brauchen Strommasten. So. Schmeißen wir auch alle da rein. Bitteschön. Und Lampen. Wollt ihr bestimmt auch noch haben. Lampen herstellen da. Strommasten da. Die bauen das jetzt alles auf. Wie freaky ist das denn? Okay. Das ist sehr unheimlich, wenn Roboter eine ganze Stadt aufbauen und wenn die Stadt zerstört wird, bauen sie sie instant wieder neu auf. Jetzt brauche ich eigentlich noch eine Fabrik, die Solarpanels baut. Eine Fabrik, die Strommasten baut, eine Fabrik, die Lampen baut. Also für jeden Gegenstand innerhalb der Basis eine extra Fabrik, die durchgehend das produziert, solange bis genug da ist. Und dann kann instant alles neu aufgebaut werden, wenn es zerstört wurde. Wie krass.